Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, es ist mir heute eine besondere Freude und Ehre zugleich, einen sehr geschätzten Kollegen und guten Freund aus Frankreich Ihnen vorzustellen. Es handelt sich um Professor Sylvain Schirmann. Herr Schirmann ist einer der besten Kenner der Biografie von Robert Schumann und einer der besten Experten zur Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen, aber noch viel, viel mehr. Und ich werde ein bisschen etwas sagen zu seiner Vita, zu seinem Curriculum Vitae, zu seinen Funktionen, die er inne hatte und immer noch inne hat, und auch zu seinem Werk, zu seinen Veröffentlichungen. Wie gesagt, Sylvain Schirmann ist ein Experte für die Geschichte der internationalen Beziehungen. Er hat begonnen seine Karriere als Maître de Conférence à l'Institut des Hautes Études Européennes in Straßburg. Er war anschließend Professor an der Université Paul Verlaine de Metz. Er hat ebenfalls auch gearbeitet und gewirkt an der Deutsch-Französischen Universität in Saarbrücken, ebenso an der Universität in Luxemburg. Aber vor allen Dingen ist er für uns wichtig als Professor der Universität Robert Schumann in Straßburg und als Direktor des Zentrums für die Geschichte der Civilisation de l'Europe auch in Metz. Er ist, wie es auf Französisch heißt, Präside de la Maison Robert Schumann im Département de la Moselle. Und in dieser Funktion für uns besonders interessant heute zum Thema Robert Schumann. Er ist ebenfalls auch Sekretär General de l'Association Internationale des Historiens Contemporanistes de l'Europe. Wenn wir uns die Station nochmal vergegenwärtigen, Universität Metz in den Jahren 1999 bis 2004, zur gleichen Zeit auch eben Maître de Recherche der Universität Metz, dann eben an der Université Franco-Allemande in Saarbrück, also Saarbrücken von 2000 bis 2007 und seit 2003 an der Université de Strasbourg, Université Robert Schumann Straßburg ab 2003. Seine Funktionen sind sehr vielfältig. Er hat eine ganze Fülle und eine ganze Reihe von wichtigen Funktionen administrativer Art, forschungsspezifischer, forschungsorientierter Art. Ich darf vielleicht die wichtigsten sechs aus der Sicht der wissenschaftlichen Verantwortungen von Sylvain Schirmann zitieren. Das ist erstens, er ist Mitglied des wissenschaftlichen Komitees der Association Georges Pompidou seit 2004. Er ist Präsident des wissenschaftlichen Komitees des Hauses Robert Schumann seit 2004. Er ist Jean Monnet Chair für die Geschichte der europäischen Integration und in dieser Funktion auch Mitglied der Verbindungsgruppe der Professoren zur Geschichte der europäischen Integration bei der Kommission der Europäischen Union. Er ist Generalsekretär der Association Internationale des Historiens de l'Europe Contemporaine, Generalsekretär seit 2010. Und last but not least darf ich auch erwähnen, dass er Mitglied ist des Bureau de l'Association Française des Internationalistes seit 2010. Wenn wir uns die Publikationen anschauen von Kollegen Sylvain Schirmann, so können wir im Grunde vier Schwerpunkte inhaltlicher Art benennen. Es ist einmal die Geschichte Deutschlands und die Beziehungen zu Frankreich, also die deutsch-französischen Beziehungen in der Geschichte, vor allen Dingen in der Zeitgeschichte. Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt, den Sylvain Schirmann repräsentiert in seinen Forschungen, sind die internationalen Beziehungen. Die internationalen Beziehungen vor allen Dingen mit Blick auf die europäische Einigungsentwicklung im 20. Jahrhundert, können wir sagen. Nicht nur nach 1945, sondern auch schon in der Zwischenkriegszeit. Ein dritter Schwerpunkt betrifft von den internationalen Beziehungen vor allen Dingen Finanz- und Wirtschaftsbeziehungen. Ein ganz wichtiger Bereich, wenn wir daran denken, wie stark die Finanzen und wie stark die wirtschaftlichen Entwicklungen auch den europäischen Einigungsprozess gefördert haben. Und der vierte Schwerpunkt ist, dass sich Sylvain Schirmann auch mit Kolleginnen und Kollegen intensiv befasst hat mit den Akteuren
mit den Entscheidungsträgern, den Akteuren, den gesellschaftlichen Akteuren, den Finanz- und Wirtschaftsexperten im Kontext der internationalen Beziehungen. Eine Vielzahl von Publikationen kann man erwähnen, die Sylvain Schirmann verantwortlich initiiert hat, die er verantwortlich herausgegeben hat oder auch allein zu verantworten hat. Ich darf erwähnen die Publikation Les Relations économiques et financières franco-allemandes, 1932-1939, also die Wirtschaftsbeziehungen und die deutsch-französischen Finanzbeziehungen von 1932 bis 1939 erschienen 1995. Oder Krise, Coopération économique et financière entre les États européens 1929-1933. Also die Kooperation auf wirtschaftlicher und finanzieller Ebene zwischen den europäischen Staaten zwischen 1929 und 1933, das in Paris im Jahr 2000 erschien. Eine weitere Publikation trägt den Titel Organisation internationale et architecture européenne 1929-1939, die Organisation, die internationalen Organisationen und die Architektur der europäischen Geschichte der europäischen Politik von 1929 bis 1939, erschienen in Metz 2003. Gemeinsam mit anderen Kollegen hat er über Les Sociétés, la guerre, la paix, 1911-1946 gearbeitet, also über die Gesellschaften, die europäischen Gesellschaften, den Krieg und die Friedenszeit mit Blick auf die Entwicklung zum Zweiten Weltkrieg von 1911 bis 1946, 2003 erschienen. Mit Eric Bussière, mit Michel Dumoulin hat Sylvain Schirmann gearbeitet und herausgegeben und publiziert zum Thema L'Europe du Libre-Échange ou Europe des Marchés Dirigés. Also über das Europa des Freihandels oder das Europa der Märkte mit Blick auf dirigistische Politik. Das ist in Brüssel 2006 erschienen. Er hat sich selbst 2006, Sylvain Schirmann, in einer Publikation gefragt, Quel ordre européen? De Versailles à la chute du Troisième Reich. Das ist 2006 erschienen. Also welche Ordnung für Europa? Von Versailles, die Entwicklung von den Friedensverträgen der Pariser Vororte bis zum Ende, bis zum Fall des nationalsozialistischen Deutschlands. Gemeinsam mit Eric Bussière und Michel Dumoulin hat Sylvain Schirmann auch über die Milieu économique et intégration européenne au XXe siècle gearbeitet, vor allen Dingen über La crise des années 1970. Das war eine Konferenz, Ausgangspunkt de la conférence de la Haye à la veille de la relance des années 1980. Also es geht hier in dieser Publikation um Wirtschaftsmilieus und die europäische Integration im 20. Jahrhundert, vor allen Dingen um die Krise der 70er Jahre. Wenn Sie an den Einbruch der Konjunkturen denken, an die Ölpreisschocks, den Zusammenbruch des internationalen Währungssystems, hier hat sich Sylvain Schirmann mit seinen Kollegen Bussière und Dumoulin befasst mit der Entwicklung von der Haager Gipfelkonferenz zum Vorabend des neuen Aufbruchs in der europäischen Integrationsgeschichte der 80er Jahre. Weitere Publikationen darf ich noch stichwortartig erwähnen. Etats et opinion nationale face à la construction européenne. Also Staaten und nationale Meinungen mit Blick auf die Geschichte der europäischen Einigung 2007 erschienen. Erneut eine Publikation mit Bussière, Dumoulin, beschäftigt sich mit den Milieux économiques et intégration européenne au XXe siècle, la relance des années 80. Also die Fortsetzungsgeschichte der Beschäftigung mit den wirtschaftlichen Milieus und der europäischen Integration von 1979 bis 1992. Die letzten Publikationen beschäftigen sich mit der Frage, welche Architektur ist für das vereinte Europa ein Thema gewesen. Es geht um Les Projets d'une Europe unie à l'Union européenne, also die Zeit von 1945 bis 1992 bis 1992, 2011 erschienen.
2012 hat Sylvain Schirmann mit Mohamed Gaillard-Sarah eine Publikation über Georges Pompidou et l'Allemagne veröffentlicht, die in Brüssel 2012 erschienen ist. Und immer wieder geht es um die Frage, dass Europa, wird es über die Wirtschaft gemacht? L'Europe par l'économie? Fragezeichen. Des projets initiaux au débat actuel. Also über die initiierenden Projekte, die mit Blick auf die aktuellen Debatten auch die Frage beantworten, versuchen, wie soll dieses Europa auch wirtschaftlich, wenn Sie an die Wirtschafts- und Währungsunion denken, an die Finanzarchitektur gestaltet sein. Mit Martial Liberat und Jean-Marie Wörling hat Sylvain Schirmann auch eine Publikation herausgegeben über 200 Jahre über die Rhein-Schifffahrtskommission. Also wir reden hier von der Zeit von 1815 bis 2015, also 200 ans d'histoire de la Commission centrale de navigation sur le Rhin 1815 2015, in 2015 erschienen. Und eine Publikation aus dem Jahr 2016 beschäftigt sich nochmal mit dem deutsch-französischen Beziehungsgeflecht Le Couple Franco-Allemand, gesehen durch andere Staaten, vu par certains états tiers depuis 1963. Also die deutsch-französischen Beziehungen aus der Sicht von Drittstaaten seit dem Schulterschluss zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer durch den deutsch-französischen Vertrag im Jahre 1963. Sie sehen also, welches reiche Oeuvre unser Kollege vorzuweisen hat, und wir freuen uns, dass wir auch den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des Robert-Schumann-Hauses vor uns haben, der uns auch neue Erkenntnisse bringen wird, nämlich zur Frage, wie wird man eigentlich Gründer, Vater der Europäischen Union? Und das werden wir nicht nur erklären können aus der Zeit nach 1945, wir werden auf das Leben von Robert Schumann eingehen müssen vor dem Zweiten Weltkrieg, seine Rolle im Zweiten Weltkrieg und sein Wirken, das sich daraus auch erklärt. Meine Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich freue mich außerordentlich, dass es gelungen ist, wenigstens über den Bildschirm, über eine Online-Videovorlesung meinen Kollegen und Freund Sylvain Schirmann zu gewinnen. Ich gebe ihm hiermit das Wort und freue mich auf seine Ausführungen. Im Anschluss daran werden wir mit meinem Kollegen Severin Kram und meiner Wenigkeit versuchen, einige Fragen aufzuwerfen und mit Sylvain Schirmann auch diskutieren. Dankeschön. Danke. Okay, danke vielmals, lieber Michael Gehler, für die nette Vorstellung. Es ist immer für mich eine Freude, nach Hildesheim und wenn es per Online ist, zu kommen und besonders jetzt Ihnen ein bisschen Robert Schumann näher vorzustellen, obwohl der Mann vielleicht bestens bekannt ist als Gründungsvater von Europa. Seinen Lebensstufen sind gut bekannt, aber gestatten Sie mir, dass ich sie noch mal kurz erwähne, kurz vorstelle und kurz mal da durchgehe. Er ist in Luxemburg geboren, 1868. Damals hatte er die deutsche Staatsangehörigkeit, da er Sohn eines Lothringer, Jean-Pierre Schumann, ist, der sich 1871 nach Klausen, luxemburgisch Vorort, absetzte. Er lebte dort mit Ehefrau Eugénie Duren und er lebte von seinen Renten. Geldmangel gab es in der Familie Schumann nicht. Alleinstehender Sohn fing der kleine Robert Schumann in Luxemburg zur Schule und Gymnasium zu gehen. Freisprachig aufgewachsen, überstand er das Abitur im Metzger-Gymnasium, da er einen deutschen Studienabschluss wollte, um später in den deutschen Universitäten studieren zu können. Er studierte Jura in Bonn, Berlin, München und promovierte schließlich in Straßburg. Danach setzte er sich als Anwalt kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Metz nieder. Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte die Stadt Metz wie das ganze Elsass-Lothringen wieder zu Frankreich zurück. Schumann, dessen Vater Lothringer war, wurde dann automatisch Franzose. 1919 begann dann seine politische Karriere. Von 1919 bis 1940 war er ununterbrochen französischer Abgeordneter. Er gehörte
der Union Républicaine Populaire zu, seine lothringische Branche, und war da Teil der rechten Fraktion des Palais Bourbon. April 1940 fand dann seine erste Regierungserfahrung statt, als er am 2. April 1940 in der Regierung Paul Reynaud ernannt wurde, als Staatssekretär für Flüchtlinge. In der von Pétain gebildete Regierung am 11. Juli 1940 ist er nicht mehr Mitglied, obwohl er am 10. Juli 1940 die Vollmacht für den Marschall gewählt hat und so sich für die Abschaffung der Republik ausgesprochen hatte. Von Vichy ging er nach Poitiers und dies am 16. Juli 1940, wo eine Stadt, wo sich die meisten Lothringer Flüchtlinge untergebracht waren. Er reiste dann Anfang September 1940 nach Metz, Stadt, die von den Deutschen besetzt und annexiert schon gewesen war. Gauleiter Bürkel bot ihm Kooperation an, was er verweigerte. Er wurde dann kurz in Verhaft gesetzt, bevor er nach Neustadt an der Weinstraße zur Residenz assigniert wurde von den Deutschen im Herbst 1940. Er flüchtete von der Residenz fort im August 1942, tauchte in Südfrankreich unter. Man findet ihn dann wieder Dezember 1944 in Metz. Er kam zurück und folgte dann seine politische Karriere weiter fort. Nach Rücktritt de Gaulle, Januar 1946, gehörte Robert Schuman der Regierung Frankreichs an und dies bis 1953. Er wurde Finanzminister, Regierungschef und schließlich 6 Jahre lang von 1947 bis 1953 französischen Außenminister. In diesem Zeitraum nahm er die bekannteste Initiative, der Plan Schuman, die zur Montanunion führte. 1953 gehörte er der Mehrheit nicht mehr an, kam noch einmal kurz in der Regierung zurück, 1956, als Justizminister. Die Zeit von 1953 bis zu seinem Tod 1963 war er sozusagen ein, ich zitiere, Pilger für Europa. Und das durch Konferenzen, verschiedene Verantwortungen, Reden, Stellungnahmen. Zwei Verantwortungen möchte ich noch vorheben. Zum einen seine Präsidentschaft der Europäischen Bewegung Mitte der 50er und zum anderen seine Präsidentschaft der Assemblée Parlementaire Européenne, also als erster Präsident des Europäischen Parlaments. Er wurde sogar dazu nicht gewählt, sondern von seinen Kollegen in Straßburg 1958 akklamiert. Dieses Amt behielt er bis 1960. 1959 wurde er Opfer eines Hirnschlages, an dessen Folgen er 1963 starb. Hier kurz vorgestellt seine Laufbahn, die Laufbahn des Vaters Europa, Robert Schuman. Aber wer war er? Ich möchte hier für mich 3 wichtigste Säulen seines Engagements hervorheben, seines Militantismus ins Licht bringen. Diese 3 Säulen sind in meiner Vision ein Resümee eines komplexes, schweigenden Mannes, der sich ziemlich weit von Mediatisierung entfernt haltet. Erste Säule, ein frommer, engagierter Katholik, der die Kirche und der päpstlichen Lehren treu blieb. In einer katholischen Familie aufgewachsen, durch seine Mutter Eugénie Durenne, eine festgläubige Person, beeinflusst, wurde Robert Schuman schon von Kindheit ab mit dem christlichen Glauben konfrontiert. Er selbst sah im Glauben, in der Lehre der Kirche und in der Treuheit zu der Hierarchie dieser Kirche der Weg zur Rettung und auf jeden Fall die Säule, auf der er sein eigenes Leben zu ruhen versuchte.
vom Leben auf den Prüfstein gestellt. Er verlor seinen Vater mit 14 Jahren, dann kurz später seine Mutter, anfangs der 20er, während seiner Studienzeit in Deutschland. Dachte er sich, Christus zu widmen, indem er das Priestertum anregte. Sein Freund Henri Eschbach redete ihn davon ab. In einer Korrespondenz zwischen den beiden jungen Männern schrieb Eschbach ganz klar, ich zitiere, die Kirche braucht engagierte, zielbewussten Laien. Du solltest, Robert, das Ziel eines heiligen Laien anstreben. Ein Ziel für ein Apostolat der Laien. Das ist dein Weg. In der Studentenzeit begann dann sein Engagement, sein Militantismus in der katholischen Welt. 1904 wird er in Bonn Mitglied der katholischen Burschenschaft Unitas. In Berlin baute er mit anderen katholischen Studenten eine Unitas-Sektion auf. 1906 in Straßburg gehörte er zu den Führenden der Unitas an. Als er sich 1912 in Metz niederließ, trat er dem Verein der ehemaligen Unitas-Studenten zu. Hier wurde Bischof Benzler auf ihn aufmerksam. Sie machten sich durch die Görres-Gesellschaft bekannt. Sie machten durch die Görres-Gesellschaft Bekanntschaft, eine Gesellschaft, die sich im Kulturkampf gebildet hat und die in Metz die Eliten der katholischen Welt umfasste. Der junge Anwalt näherte sich dann auch dem Volksverein für das katholische Deutschland an und öffnete sich dadurch zum ersten Mal die Seiten der katholischen Zeitung Le Lorrain, französischen Titel, eine französischsprachige katholische Zeitung im Reichsland. In diesem Rahmen gab er schon 1912 zwei Konferenzen im Deutschen Caritasverband von Metz. Von Bischof Benzler nahm er auch die Präsidentschaft der jungen Katholiken des Metz-Diözese an und dies auch schon im Jahre 1912, kurz nach seiner Rückkehr von Straßburg. Bischof Benzler schickte ihn dann zur Weiterbildung nach Marialach und dann nach Leuven. Er nannte auch der junge Anwalt zum Organisationskomitee als zweiter Sekretär des Deutschen Katholikentag, der 1913 in Metz stattfand. Nach dem Ersten Weltkrieg blieb Robert Schumann dieser Linie treu. Er ging 1919 zu der Association catholique de la jeunesse française über, transformierte der Volksverein in Action populaire Lorraine. Sein Ziel ist jetzt, in dem französischen Lothringen die soziale Lehre der Kirche weiter zu verteidigen, zum anderen aber auch den religiösen Status Elsass-Lothringen in Frankreich verteidigen, sowie die katholischen Schulen einen offiziellen Status zu gewähren. Er ist auch an die Gründung der Union Républicaine Lorraine beteiligt, eine politische Partei, die das Erben des ehemaligen Zentrums in Lothringen übernimmt. Im Rahmen dieser Partei wurde er am 16. Oktober 1919 Abgeordneter. Wenn man die Wahlresultate anschaut, hatte Schumann seine besten Ergebnisse in der katholischen Kreise Lothringens. Als Abgeordneter bekam er immer die Unterstützung der katholischen Welt. Der neue Bischof von Metz, Bischof Pelt, macht ihn zu seinem juristischen Berater und die Anwaltsstudien des Anwalts Robert Schumann wurde zum offiziellen Anwalt des Metzer Bistums. Schumann gehörte dann auch der Verwaltungsräte der Metzer katholischen Presse an, dem Lorrain, die französische katholische Zeitung, und dem Lothringische Volkszeitung, die deutschsprachige katholische Zeitung, was
ihm dann aber auch eine echte Tribüne verschafft. Für die katholische Welt organisierte er auch in Lothringen die Sozialwochen des Katholizismus, was ihm wieder neue Netzverbindungen brach, wie zum Beispiel Bekanntschaft mit Abbé Tisserand, späterer Kardinal Tisserand, Berater den Päpsten von Pius XII. Bis zu Paulus VI. Dem Katholizismus prägte er auch, der Katholizismus prägte auch seinen internationalen Stellungsnamen. Zwei, drei Beispiele dafür. Als Abgeordneter befasste sich Schumann mit der Verteidigung der katholischen Minoritäten in Zentraleuropa und dies durch manche parlamentarischen Reisen in diesen Teilen Europas. Er suchte Kontakt zum Beispiel zu Ungarn und besonders zu ungarischen Minoritäten in Rumänien, in Jugoslawien auf und unterstützte dessen Identitätsnachfrage, was für ihn durch ihren Katholizismus, ihren katholischen Glauben geprägt ist. Dieselbe Unterstützung für kroatische Katholiken sprach er aus Zagreb, wenn ich das so sagen darf, gegen Belgrad, in diesem jugoslawischen Staat, das eine Gefahr für slowenischen oder kroatischen Katholizismus darstellt, für Robert Schumann. Dieselbe Aufmerksamkeit gab er auch den Slowaken oder der polnischen Minderheit in der Tschechoslowakei. Zu den internationalen Organisationen, zum Beispiel zu dem neuen Völkerbund, hielt er sich sehr skeptisch über. Er sah dahinter, wie die offizielle Kirche die Hand der engelsächsischen Protestanten, ein amerikanischen Methodist ist er, am Ursprung diesen Organisationen, einen Versuch, eine rationelle Welt aufzubauen, eine Laizisierung der Aufgabe der Kirche. Das echte Universum ist von der Kirche aufzubauen. Skeptisch auch zu den ersten Versuchen, eine europäische Einigkeit zu schaffen, wie es seine Haltung zum Briandsplan zeigte. Erst nach 1945, als Pius XII. Den europäischen Einigungsprozess seinen Segen gab, trat Schumann in der Prozess ein. Einen Gedanken, dass er während den Zweiten Weltkrieg erst recht anerkannte. Nach 1945 war es Pflicht für einen gläubigen Mann wie er, Europas Einigung anzustreben. Der Weg zur Einigung enthielt alles, was zum katholischen Glauben für ihn gehörte. Versöhnung, Brüderlichkeit, Verzeihung, Verteidigung einer Identität, besonders im Rahmen des Kalten Krieges. Dies wäre der erste Punkt. Ein Mann tief vom Glauben und vom Katholizismus geprägt. Zweiter Punkt. Sein ganzes Leben lang verteidigte er die Elsass-Lothringische Identität. Katholizismus und Lothringen und Elsass auch dazu sind für Robert Schumann eng miteinander verbunden. Er verteidigte diese Identität und seinen Ausdruck. Für ihn sollte man nach 1919 eine progressive, langsame Integration Elsass-Lothringen in die Republik anstreben. Diese Integration sollte die Identität Elsass-Lothringen gewähren. Das heißt, man sollte die Lage ausnutzen, um eine echte französische Dezentralisierung einzuführen. In der katholischen Zeitung Le Lorrain schrieb er im März 1920 einen Artikel in dieser Richtung. Man sollte Frankreich, so Schumann,
in Länder teilen. Eines davon sollte eine, ich zitiere, Region de l'Est werden, mit Elsass, mit dem deutsch- und französischsprachigen Lothringen, das heißt auch mit Nancy und Épinal, wenn ich das so sagen darf, und den Territoire de Belfort aufbauen. In diesem Rahmen der Dezentralisation könnte man dann den ehemaligen Reichsland in Frankreich eingliedern. Da aber Frankreich einen anderen Weg einging, blieb Robert Schuman keine andere Wahl mehr, als die regionale Identität zu verteidigen und dies vor der Kammer, vor dem Kommissariat General d'Alsace-Lorraine und auch vor der öffentlichen Meinung. Er setzte sich für die Beibehaltung des religiösen Status Elsass-Lothringen ein und zwang die französische Regierung, dies 1926 anzuerkennen und zu der Einführung der laistischen Gesetze zurückzuzwingen. Schumann stand auch in erster Linie für die Verteidigung der deutschen Sprache. Hier mit gemischten Erfolgen. Zum einen erzwang er, dass die deutsche Sprache auch eine administrative Sprache in Elsass-Lothringen blieb. Alle Dokumente müssen in der Zwischenkriegszeit in beide Sprachen in der drei Departements aufgestellt werden. Zum anderen aber brachte er es nicht fertig, die deutsche Sprache als Sprache in der Grundschulen zu bewahren, zum Beispiel als zweite Sprache neben der französischen Sprache. In anderen Fragen verteidigte er die Vorteile der Elsässer und der Lothringer, die sie vom Reich mit sich nach Frankreich brachten. Zum einen der Status der Eisenbahn mit einem eigenes elsässisch-lothringisches Netzes, zum anderen die Beibehaltung der deutschen Sozialversicherungen, sodass sich 1926 ein lokalen Recht in der Französischen Republik entwickelt hat, der in Frankreich, als droit local festgelegt wurde. Die Beibehaltung eines droit local sollte dann für Schumann eine erste Stufe zu einer späteren Dezentralisierung Frankreichs werden. Als er 1940 das Amt eines französischen Staatssekretärs annahm, war das auch Teil für seine elsässische und Lothringer Mitbürger. Mit den Flüchtlingen beschäftigt, konnte er sich mit der Realität der Flüchtlinge von dem ehemaligen Reichsland besorgen. Diese Flüchtlinge, die schon seit dem 1. September 1939 in westlichen Teilen Frankreichs verteilt waren, er versuchte ihnen ihre Rechte zu verteidigen. Zweisprachigkeit, religiösen Statut etc. etc. Musste aber öfters feststellen, wie sich in der Charente, in dem Périgord, wo diese Elsässer und Lothringer untergebracht waren, zwei Welten gegenüberstanden. Und wie es manchmal schwierig war, die Verständnis zwischen der zweiten Teile der französischen Bevölkerung herzustellen. Mai 1940 befasste er sich auch in seiner Stelle als Staatssekretär mit Benelux-Flüchtlingen. Besonders wichtig für ihn, seine belgische und luxemburgische Brüder, wenn ich das so sagen darf. Familie von seiner Mutter stammte ja aus Belgien und in Luxemburg wurde er großgezogen. Was ihm erlaubte, als Staatssekretär, wenn ich das mal so sagen darf, für eine lotharingische Welt Posten zu stellen. Er versuchte auch, nach seiner Rückkehr im besetzten Metz das Schicksal seiner Landsleute zu mildern, ohne Erfolg dazu. Durch seine Europapolitik nach 1945 bewahrte er die Identität
Elsass-Lothringen, in dem das ehemalige Reichslandteil ein Teil Europas wird, in dem die Kernachse die lotharingische Welt war. Eine Welt, die zum mentalen Bild zentral ist für Robert Schumann. Die Welt nähert die Teile Robert Schumanns Lebensetappen, Belgien, Luxemburg, Westdeutschland und Ostfrankreich. Das ist im Grunde genommen seine Welt. Die Verteidigung der elsässischen, lothringischen Identität führte ihn manchmal auch zu Unverständnissen, zu Ambiguitäten. Das muss auch erwähnt werden. Als in der 1930 Jahren eine elsässisch-lothringische autonomistische Bewegung ins Licht kam, die danach in den 30 Jahren Zeit auch politische Siege erringt, wusste Robert Schumann keine klare Stellung dazu nehmen. Er hatte Verständnis zur Motivation der Bewegung, musste aber feststellen, dass die Bewegung auch von Nazis Bewunderer getragen wurde. Schumann schweigte dazu. Und als er dann 1939 diese Leute verhaftet wurden, einen sogar zum Tode verurteilt, setzte der Staatssekretär Schumann alles ein, um diese Leute aus dem Gefängnis zu holen, was ihm Juli 1940 mit Pétain gelungen ist. Die beste Antwort auf das Beibehalten elsässisch-lothringens Wesen blieb dann dennoch der europäische Einigungsprozess. Und das ist die dritte Säule meines Vortrags. Robert Schumann und Europa. Der europäische Einigungsprozess fing für Schumann nur mit der Gründung der Montanunion an. Der echte Erbauungsprozess ist mit der Einschaffung der Supranationalität zu verbinden. So sprach er sich manchmal in vielen Konferenzen in den 50er Jahrzeiten aus. Supranationalität ist eine, so Schumann, Notwendigkeit und eine Chance für Europa. Sie ist der einzige Weg, um die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland zu ermöglichen. Dies ist nur machbar, wenn zwischen den beiden Staaten Gleichheit dargestellt wird. Und das kann nur Supranationalität erlauben. Ohne diese Versöhnung ist auch Europa nicht möglich. Der Einigkeitsprozess ist auch eine Chance für Europas. Er erlaubt eine europäische Existenz zwischen den beiden Großmächten. Er erlaubt eine Dialogsmöglichkeiten mit anderen Welten, mit dem Commonwealth, da England sich außerhalb den Prozess hält, mit der antikolonistischen Block, obwohl in Asien oder in Afrika. Für Robert Schumann ist mit Europa die Möglichkeit gegeben, die Probleme auf eine breite Ebene zu regeln, Probleme, die der Nationalstaat nicht mehr lösen kann. Wirtschaftsmodernisierung zum Beispiel, Arbeitslosigkeit, Infrastrukturen aufzubauen, Energieversorgung zu meistern und Sicherheit zu schaffen. Das alles ist nur mit Europa zu meistern. Allein ein geeignetes Europa kann diese Probleme meistern und so Wachstum, Freiheit, Sicherheit und Frieden schaffen. Es bringt Vertrauen zwischen den Völkern mit sich. Trotzdem muss man den Konzept der Supranationalität erklären.
Schumann erläutert ihn in vielen Konferenzen in den 50er Jahren. Grundanschauung. Supranationalität steht nicht den nationalen Interessen gegenüber. Auf Französisch, wenn Sie mir das erlauben, der Hauptsatz. Le national s'épanouit dans le supranational. Das Nationale vertieft sich in der Supranationalität. Ein supranationales Europa darf nicht zu einem europäischen Staat führen. Und wenn man nach einem föderales Europa strebt, kann man nur nach einer Staatenföderation streben, nicht an einem Bundesstaat, so wie zum Beispiel die Bundesrepublik es ist. Wie soll man eine solche Anschauung ins Leben bringen? Die Staaten existieren, so Schumann, und müssen weiter Souveränität beibehalten. Sie sollten aber einen Weg anstreben, indem sie die Souveränität in manchen Dingen teilen. Diese Teilung verkörpert sich in Institutionen, gemeinsamen Institutionen, freien Institutionen, die den ehemaligen Nationalismus fernhalten können. Diese Institutionen sind lebhaft, wenn sie Gleichheit zwischen den Staaten herstellen und ein Mehrheitsvotumsystem mit sich bringen. In dieser Anschauung ist Demokratisierung der Institutionen Grundstein für ein geeintes Europa im Rahmen der Supranationalität. Supranationalität heißt aber nicht Uniformität. In diesem Prozess sollte die nationale Identität beigehalten werden. Das heißt, Sprache, Kulturen, religiösen Statuten, dies sei nur mit der funktionalistischen Methode zu erreichen, von der Montanunion an bis zu anderen Bereichen, zuerst die wirtschaftliche Bereiche. Obwohl er sich für das Pleven-Projekt einer europäischen Gemeinschaft der Verteidigung zum Gründen aussprach, drehte er schnell nach 1954 die Seite um. Er sei für ihn wichtig, mit Wirtschaftsmitteln der Montanunion eine Nachfolge zu geben. Als sie lange auf den Rückzug der Verteidigungsgemeinschaft aufzuhalten. Wichtig sei es nach diesem Rückfall, die Öffentlichkeit für Europa zu gewinnen. Deswegen nahm er die Präsidentschaft der Europäischen Bewegung an. Mit ihr sollte man eine Relance im Prozess erzwingen. Das ist die einzige Möglichkeit, Europas zu stärken und Mitte der 50er Jahre mit der Bundesrepublik im Kalten Krieg zu existieren, wo für manche europäische Länder, Frankreich, Belgien, Niederlande und sogar Italien, die Dekolonisierung und die Folgen dieses Dekolonisierungsprozesses zu meistern. Diesen Gedanken würde öfters nach der Suez-Krise in Schumanns Reden angegriffen. Er bekehrte sich zum Beispiel an diese Eurafrik-Gedanken. Europa hatte Pflichten zur Entwicklung Afrikas. Afrika konnte sogar das assoziierte, angegliederte Kontinent für Europa werden. Auf jeden Fall, ohne europäische Hilfe gibt es keine Entwicklungsmöglichkeit für Afrika. Er sprach danach für Europa und die, er sprach sich danach für Europa und die EWG aus, kritisierte den britischen EFTA-Projekt. Dieser Prozess kann man nur mit einem Esprit Europäer, einem europäischen Geist
vertiefen, wenn man gemeinsamen Werten teilt. Diesen europäischen Geist ist mit Friedens- und Versöhnungssuche zu verbinden, mit Völkerfreiheit und Menschenrechten zu beleben, mit Demokratie anzukurbeln. Dazu braucht man auch Solidarität. Solidarität zwischen den Nationen und Solidarität zwischen Bürgern. Ohne soziales Anschauen, ohne soziales Wesen für Europa geht es nicht. Das sollte die Säule eines europäischen Glaubens darstellen, der für ihn mit seinem christlichen Glauben eng verbunden, sogar die Verwendung seines christlichen Glaubens darstellt. Er entspricht sich für die christliche Solidarität, die christliche Caritas auch. Diesen Willen, einen friedlichen Europas aufzubauen, ist sein christliches Apostolat. Dies hob er meistens in engeren privaten Sphären auf. Europa aufzubauen ist eine Pflicht für Christen, ein Interesse und eine Notwendigkeit für die anderen Europäer, die Nichtgläubigen. Diesen christlichen Glauben teilte er mit anderen Europäern der Zeit, Adenauer, de Gasperi zum Beispiel. Es hinderte ihn nicht, die Arbeit mit Nichtgläubigen, die Polonisch Spark, anzukurbeln. Es war für ihn Pflicht, für den Christen war es Pflicht, aber auch Pflicht als Mann der Grenze und Mann einer Identität, die sich in der lutherischen Welt gebildet hat. In seinem einzigen Buch zum Schluss, Pour l'Europe, schrieb er in der Einleitung, ich zitiere, rien de durable ne s'accomplit dans la facilité. Das kann man heute noch mitstimmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir haben herzlich zu danken unserem Referenten Silvan Schiermann. Ich darf zusammenfassen, wir haben im Wesentlichen drei Säulen zum besseren Verständnis der Biografie, der Sozialisation und der geistig-gesellschaftlich-auch-weltanschaulichen Entwicklung von Robert Schumann präsentiert bekommen. Ich darf nochmal zusammenfassen, die erste Säule, eine tiefe Gläubigkeit und Frömmigkeit, ein engagierter Katholizismus, der Hand in Hand geht mit Treue, mit Verständigung, mit Versöhnung, auch gegenüber anderen, auch gegenüber Rivalen und Gegnern. Und wichtig war diese katholische Soziallehre. Die zweite Säule, Elsass-Lothringen, im Zusammenhang mit dem Katholizismus, die Verteidigung einer regionalen Identität, einer elsässisch-lothringischen Identität, die Hand in Hand geht auch mit Dezentralisierungsambitionen, einer Dezentralisierung auch Hand in Hand geht mit einer Position gegen laizistische Bestimmungen, Gesetze in Frankreich. Also auch der Einsatz für die Zweisprachigkeit, für die deutsche Sprache und die Stärkung eines lokalen Rechts, eines droit local. Da fragt sich natürlich, ob hier schon der Subsidiaritätsgedanke auch verankert ist. Und drittens die europäische Einigung mit dem Startpunkt Montanunion, Supranationalität, kein Gegensatz zum nationalstaatlichen Prinzip, eine Chance und Notwendigkeit zugleich für die Ausgangsbasis einer deutsch-französischen Verständigung. Kein europäischer Staat, aber eine Staatenföderation, das hieß also auch kein Bundesstaat für Europa. Auch interessant die Offenheit für andere Kontinente, die Dialogfähigkeit mit Blick auf andere Kontinente, Eurafrik, Europa-Afrika-Assoziation. Ich darf vielleicht, Sylvain, einige Fragen zur Biografie zunächst vorschalten
um dann auch an meinen Kollegen Severin Kram überzugehen. Mein erster Punkt, der mich interessiert, du hast die Studentenzeit von Robert Schumann angesprochen, unter anderem in Bonn und in München. Er war in einem katholischen Studentenmilieu auch sozialisiert worden. Wenn ich präzisieren darf als Studentenhistoriker, der ich auch mal war, es war keine katholische Burschenschaft, es war, wie du dann ganz präzise gesagt hast, UV, der Unitas-Verband. Das waren nicht schlagende, sich nicht duellierende Studentenkooperationen, also die im Unterschied zu den Burschenschaften sich nicht duelliert haben, keine körperliche Versehrung, sondern sie haben sich, der Unitas-Verband hat sich, wenn ich mich richtig erinnere, der Wissenschaftlichkeit des katholischen Gedankens gewidmet. Und meine erste Frage, die ich an dich habe, Sylvain, ist, auch Konrad Adenauer war Mitglied einer katholischen Studentenkooperation. Es gibt ja immer wieder Vermutungen oder Thesen, es hätte möglicherweise schon frühe Begegnungen gegeben zwischen Konrad Adenauer und Robert Schumann im Kontext Deutscher Katholikentag, im Kontext katholisches Verbindungsmilieu. Das wäre meine erste Frage. Eine zweite Frage bezieht sich schon auf die Kriegszeit. Du hast erwähnt, Robert Schumann hat sich verweigert einer Kooperation, einer Kollaboration mit den deutschen Besatzern. Und dann sagst du, ist er untergetaucht und taucht dann wieder 1944 auf. Meine Frage wäre, was wissen wir, was weißt du über Robert Schumann in den Jahren 1941 bis 1944? Kann man das quellenmäßig erfassen? Und vielleicht noch eine letzte, dritte Frage zu diesem Komplex. Du hast erwähnt, Freunde. Und menschliche Beziehungen sind immer sehr relevant. Du hast Henri Eschbach erwähnt, der Robert Schumann empfohlen hat, ein heiliger Laie zu werden. Welche Freunde oder welche Kontakte, welche Beziehungen hatte Robert Schumann eigentlich vor dem Krieg, auch zu deutschen Personen, auch dann in der Opposition und in der Resistenz? Das sind sozusagen zunächst mal drei Fragen, die ich an dich richten würde, mit der Bitte, sie zu beantworten, um dann zu Severin Krams Fragen überzugehen. Dankeschön. Danke, lieber Michael, für diesen Fragen. Zur ersten Frage, Begegnung Schumann-Adenauer. Beide bestätigen, dass sie sich zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen haben, 1947. Aber die beiden Welten sind sich bekannt. Robert Schumann kannte die Welt der Unitas, kannte die mentale Sphäre eines Konrad Adenauer. Das ist im Grunde genommen dasselbe Christentum. Das ist rheinländischer Katholizismus. Und diesen Katholizismus, da bin ich ganz mit dir einverstanden, ist nicht mit der Burschenschaft zu vergleichen in der Studentenzeit. Das ist mehr einen Aufbauen soziale Lehre, wissenschaftliche Lehre für den Katholizismus. Die beiden Welten sind sich bekannt, aber die genaue Begegnung Adenauer-Schumann, die findet nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Der Robert Schumann verfolgte aber seine politische Karriere in Köln, weil einer der Oppositionsführer Adenauer in Köln auch ein Lothringer war. Das war der Kommunist Franz Dahlem. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er ist bekannt als späterer SED-Politiker Franz Dahlem. Jawohl, der stammt aus Rohrbach-Lippitsch, das ist ein Lothringer. Und der blieb 1918 in Deutschland. Und er war Oppositionsführer für die USPD in Köln unter Adenauers Zeit. Und Robert Schumann verfolgte diese Debatten in Köln, verfolgte die Karriere von Adenauer. Aber sie trafen sich zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Dankeschön. Was das zweite Thema angeht, das heißt Kooperation mit den Nazis, kurz gesagt die Zweite Weltkriegsperiode. Ja.
Das ist eine wichtige Periode für Robert Schumann. Zum einen eine politische Erfahrung in schwierigen Zeiten. 1940, als er April 1940 Staatssekretär für Flüchtlinge in Frankreich wurde. Da stellten sich zwei, drei großen Fragen für ihn in diesem ersten Regierungsexperiment für ihn vor. Erste Frage, Waffenstillstand. Was soll man machen? Wie soll man sich da vorstellen? Robert Schumann sprach sich sehr früh, Anfang Juni 40, für den Waffenstillstand aus. Für ihn sollte die französische Regierung so schnell wie möglich Waffenstillstand von den Deutschen verlangen. Für ihn handelte es sich Leid den Leuten zu sparen. Mhm. Er dachte auch an Elsass-Lothringen, die in besten Teilen von Frankreich untergebracht waren. Mhm. Und hier kann man feststellen, dass eine solche Stellungnahme ihn direkt gegen de Gaulle stellt. Die beiden waren Staatssekretäre der französischen Regierung von Paul Renault. Und es gab ein Gespräch in der Nähe von Tours zwischen Schumann und de Gaulle, wo der eine Schumann sich für den Waffenstillstand aussprach und der andere Charles de Gaulle gegen. Und de Gaulle sagte ihm ganz klar, wie können Sie nur als Lothringer für den Waffenstillstand sein? Sie wissen genau, was auf Ihnen zukommt, wenn Frankreich den Kampf aufgibt. Mhm. Hier ist die Spaltung de Gaulle-Schumann. Mhm. Nicht über Europa später. Mhm. Ja, für de Gaulle ist es unverstehbar, warum ein Lothringer, der genau weiß, dass es Rückkehr zum Reich gibt, wenn Frankreich den Kampf aufgibt, sich für den Waffenstillstand ausspricht. Deswegen war Schumanns Pétain-Nähe im Grunde genommen. Und er atmete echt auf, als der Marschall am 17. Juni 1940 den Waffenstillstand anstrebte. Okay. Das war aber auch die Haltung der katholischen Hierarchie. Es gibt manche Gespräche zwischen Schumann und Kardinal Gerlier. Kardinal Gerlier ist der Erzbischof von Lyon, der sich auch, das ist in französischer Hierarchie, le primat de Gaulle, das ist der führende Erzbischof in Frankreich, Schumann daraufhin einige Male. Ende Juni 40, Anfangs Juli 1940. Und er war auch für den Waffenstillstand. Und für die katholische Welt war das Experiment vom Front Populaire ein Fehlexperiment in Frankreich. Und es war kein Problem für Robert Schumann, die Vollmacht für Pétain zu geben. In dieser Wahl vom 10. Juli 40, wo die Republik auf dem Teppich stand. Aber danach hieß es nicht, das Nazi-Regime anzunehmen. Deswegen versuchte er, die Politik des Gauleiters Bürgels zu mildern, was zu keinem Erfolg kam. Mhm. Und dann wurde er, die Deutschen setzten auf ihn. Sie dachten, wenn sie den Mann, der deutsch freundschaftlich ist, auf ihre Seite gewinnen könnten, dann hätten sie einen Teil das lothringische Problem gelöst. Aber sie konnten ihn nicht für sie gewinnen. Und dann wurde er zuerst 2 Wochen ins Gefängnis in Metz niedergebrochen, bevor man ihn nach Residenz nach Neustadt an der Weinstraße etabliert hat. Mhm. Während dieser Zeit, Oktober 40 bis August 42, darf er
Spaziergang machen in Neustadt, kann Besuch bekommen und die Besucher, das waren meistens elsässischen oder lothringischen Katholiken, die dann zum Robert Schumann gingen. Und in diesen Besuchen ist die Flucht von Robert Schumann geplant worden. 1942 fluchtete er in der Nacht nach Elsass, wo er untergebracht worden ist. Und dann brachte man ihn über die Vogesen, über die Demarkationslinie, und man findet ihn Oktober 1942 in Lyon. In Lyon sind viele Elsässer und Lothringer untergebracht. Und in Lyon ist auch der Hauptsitz der französisch-katholischen Hierarchie. Mhm. November 1942, als dann ganz Frankreich von den Deutschen besetzt wird, taucht er unter. Mhm. Und man vermutet, in Südfrankreich, in Klostern. Mhm. Aber man hört nichts mehr von ihm. Mhm. Von November 42 bis Dezember 44. Dezember 44 wurde die Stadt Metz befreit. Dann setzte er Rückmarsch nach Metz ein und man findet ihn Anfang 44 in Metz, wo er dann nach einer kurze Zeit in das Comité départemental de la Libération aufgenommen wurde und das auf Anregen von de Gaulle. Vielen Dank. Diese Zeit, 42, 44, vermutet man, war sehr wichtig für die Vertiefung seiner Gedanken. Es gibt keine Quelle dazu, aber die Reden, die Sprache, die Politik, die er nach 1944 angeht, ist eine andere, als die er vorher angestrebt hatte. Und da kommen dann die Themen Versöhnung mit Deutschland, Europa aufzubauen, Frieden zu versuchen. Man vermutet, dass er in diesem Kloster, wo er untergetaucht war, sich allmählich mit anderen Ebenen der Politik befasst hat. Mhm. Was dann die Privatbeziehungen angeht, menschliche Beziehungen, seinen größten Freunden, Netzwerk waren die Studenten, die er in Straßburg in der juristischen Fakultät kennengelernt hat. Das waren diesen Elsass-Lothringischen Leuten und dafür seinen engsten Freund, das war sein engsten Freund, das muss man gut sagen, Henri Eschbach. Es waren 6, 7 Männer, junge Männer, die sich da kannten, und ich muss kurz noch erwähnen, als er 1958 Präsident des Europäischen Parlaments war und in Straßburg tätig war, trafen sich diese Männer jede Woche im Elsass. Hm. Mhm. Ja. Wir haben durch Eschbachs Sohn, der Arzt ist in Mülhausen, jetzt in Ruhestand ist, die Korrespondenz zwischen Robert Schumann und Henri Eschbach. Und wenn ich das so sagen darf, wir probieren sie zu veröffentlichen. Das ist eine Privatkorrespondenz, da wird von dem Tod der Mutter gesprochen, da wird von Glauben gesprochen, das sind alle Katholiken. Und das ist der enge Freundkreis von Robert Schumann. Dazu, und da gibt es auch eine Korrespondenz, die wir versuchen mit dem Haus zu veröffentlichen, das brauche ich dir nicht erzählen, Rechtsprobleme, weil die Korrespondenzen privat sind und da muss man die Erlaubnis bekommen von den ganzen Leuten. Es gibt noch eine andere Freundschaft mit Agnes Ernst Weiß, die Tochter eines deutschen Industriellen, des Reichsland war, der nach 1918 wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist und aber seine Proprietät im Süden von Metz erhielt,
in Lessy, das ist eine kleine Stadt neben Sichazelle im Moseldepartement, und seine Tochter, die Künstlerin war, Agnes Ernst Weiß, setzte sich ein Teil des Jahres nach Lessy unter und in einer von seiner, wie möchte ich sagen, Aufenthalt in Lessy, machte sie die Bekanntschaft von Robert Schumann. Und zwischen den beiden entstand eine richtige Freundschaft, die zu einer Korrespondenz führt, die von 1926 bis zu Agnes Todes Ende der 1950er Jahre, sie starb kurz vor ihm, durchgeführt wurde. Es gab eine kleine Unterbrechung, und die kannst du gut verstehen, von 1941 bis 1944 zwischen den beiden. Und dann, als er wieder nach Metz zurückkam, fing diese Korrespondenz weiter. Und hier auch kann man, wie möchte ich sagen, kann man die intime Sphäre von Robert Schumann ein bisschen besser kennen. Und da habe ich glücklicherweise die Erlaubnis von den Erben bekommen, diese Korrespondenz zu publizieren, und wahrscheinlich Ende 2021 werden wir sie so weit bearbeitet haben, dass sie publizierbar ist. Okay? Das sind dann die enge Freundschaften. Und die dritte Freundschaft ist der lothringische Bürgermeister von Montigny-le-Metz, der Dr. Schaaf, der ihm in Sichazelle als, wie möchte ich das sagen, Freund und Konfident dient. Anderen Kreisen, mit der er in Verbindung steht, kann man nicht als engen Freunden von Robert Schumann darstellen. Und da Antwort auf deine Frage, gab es da enge deutschen Freunde? Nein. Es gab außer Agnes Ernst Weiß? Nein. Es gab gute Bekanntschaften, gute Stimmungen, obwohl mit Adenauer oder mit anderen CDU-Politikern, mit Josef Bech, aber man konnte sie nicht als enge Freunde von Robert Schumann herstellen. Die enge Freunde, das sind die drei Gremien, die ich hier erwähnt habe. Und das gilt auch für französischen Politiker. Er ist ein still schweigender Mann, ein Meditationsmann. Er braucht kein Trouble, um sich zu haben. Ganz herzlichen Dank, Sylvain, für diese großartigen Einblicke und erschöpfenden Antworten, die sehr erhellend waren, dass du auch uns Einblick gegeben hast in die aktuellen Editions- und Forschungsarbeiten. Ganz herzlichen Dank. Ich gebe jetzt an Severin Kramm weiter, der auch drei Fragenkomplexe hat, und wir fahren sofort. Herzlichen Dank. Danke. Ja, guten Tag, Herr Schirmann, und auch von mir nochmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe auch noch drei Fragen zu Bereichen, die, wo Sie vielleicht nochmal ein bisschen klären können. Das erste bezieht sich auf den Ost-West-Konflikt in der Zeit, die Sie angesprochen haben. Wie stark wurde die europäische Integration aus Schumanns Sicht nicht doch auch aus der Bedrohung durch die Sowjetunion gesehen, geboren? Er soll im Kontext des Schumann-Plans etwa einmal gesagt haben, ich zitiere, der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Also ist die Bedrohung durch die Sowjetunion nicht ein entscheidender Faktor in der europäischen Integration, gerade in diesen Anfangstagen? Meine zweite Frage ist, bezieht sich auf eine Belastung der deutsch-französischen Beziehungen in dieser Zeit, nämlich das Saarland. Dies war ein französisches Semi-Protektorat in dieser Zeit, und das belastete die deutsch-französischen Beziehungen noch bis Mitte, Ende der 1950er Jahre. Wie stand Schumann zu diesem Problem, da Sie ihn ja gerade als, als Kenner der deutsch-französischen Beziehungen dargestellt haben und mit Elsass-Lothringen auch hervorgehoben haben, wie wichtig ihm diese Beziehung war? Und das Dritte bezieht sich auf die sehr häufig vorgetragene These des fortgesetzten Monet-Plans, der eigentlich der Schumann-Plan sei,
die immer wieder hochkommt. Wie stark waren Ihrer Meinung nach die französischen Interessen in der Kohle- und Stahlindustrie in dieser Zeit? Wollte die französische Regierung den Zugang zur deutschen Kohle stärken und die eigene Stahlindustrie durch die EGKS eher stärken und die deutsch-französische Einigung trat ein bisschen hinter diese Interessen nicht vielleicht sogar zurück? Also wie stark war die deutsch-französische Kohle- und Stahlpolitik in dieser Phase? Das sind meine drei Fragen. Danke für Ihre drei Fragen und Ihren drei Themen. Das sind ja richtige Themen, die man da in Betrachtung nehmen muss. Erstes Thema, Kalten Krieg, Sowjetunion, Bedrohung aus der Sowjetunion. Ja, das wurde für Schumann 1947 schon klar. Er war ja in der Regierung, als die Kommunisten in Frankreich im Mai 1947 aus der Regierung austraten, damals. Das war ein, wie man so auf Französisch sagt, Gouvernement d'Union Nationale bis Mai 1947. Und dann nach diesem Confinement-Rede von Truman im März 1947 kam es immer mehr und mehr zu kritischen Situationen in der französischen Regierung. Und dann Mai 1947 traten die Kommunisten aus der französischen Regierung aus und Schumann war damals in der Regierung drin und verstand sehr gut, welche Gefahr sich von der Sowjetunion da ausübt. Nicht nur europäische Spaltung, sondern auch Ausnutzung der kommunistischen Partei im Westen teils Europa, um hier politischen Zielen nahe zu kommen. Was dann direkt zur Montanunion führt, ist aus Schumanns Sicht ein doppeltes Problem. Das doppelte Problem ist Kalten Krieg auf der einen und der zweite Problem ist die Geburt eines deutschen Staates, die Bundesrepublik, im Mai 1949. Weil mit der Geburt der Bundesrepublik sich noch andere Fragen stellen. Sie haben eine Frage davon erwähnt, das Saarland, und eine andere Frage haben Sie auch erwähnt, mit die Frage über französische Nationalinteresse, das Problem der internationalen Autorität auf das Ruhrgebiet und auf die Kohle. Und deutsche Probleme wurden mit dem Kalten Krieg für Schumann im September 1949 gegliedert. Nach der Reise nach Washington, September 1949 ist Schumann in Washington, begegnete dort in einer interalliierten Konferenz Dean Acheson, dem Staatssekretär für Amerika, und den Briten Anthony Bevin. Und hier wurde Kalte Krieg mit deutschen Problemen eingegliedert. Und da wurde es ihm klar, dass Frankreich eine Initiative zu ergreifen hatte und eine Initiative, die, wenn ich das kurz so sagen darf, die westliche Welt verstärkt und auch im Sinne der Verstärkung der westlichen Welt das deutsche Problem von der französischen Seite und westeuropäischen Seite regliert. Das ist die Grundgliederung. Aber damals im September 1949 dachte er gar nicht an eine Montagne-Union. Wenn man im Quai d'Orsay nachschaut, dann sieht man, dass dann Quai d'Orsay und der Minister politische Lösungen suchen und keine wirtschaftliche Lösungen. Die wirtschaftliche Lösung, die wird ihm von Monet im Frühjahr 1950 gebracht. Und da sieht er sehr schnell, wie man dieses Wirtschaftsprojekt, eine Montanunion, mit einem größeren politischen Problem gliedern kann. Mit einem ganzen Prozess der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich gliedern kann. Die
Die Bedrohung der Sowjetunion, die war ja fest dahinter in dem Gedanken Schumann, aber gegliedert mit einer Eingliederung Deutschland in der westlichen Welt, mit einer Versöhnung Deutschland-Frankreich, weil das Thema der Versöhnung Deutschland-Frankreich, der Rekonziliation, das sage ich immer sehr hart, das ist nicht de Gaulle-Adenauer. De Gaulle und Adenauer, die sind am Ende des Prozesses da, mit dem Traité de l'Élysée. Aber der Anfang der Prozess, der findet nach dem Zweiten Weltkrieg statt, mit Leuten wie Joseph Rovan, wie Albert Grosser, wenn man das, Alfred Grosser, wenn man das von der intellektuellen Welt anerkennt, okay, oder mit Politikern wie Robert Schumann, die früh auch von nécessaire Reconciliation sprachen. Aber wie man das verwenden soll, das war ihnen offen und suchten mehr politische Lösungen als dieses Montanunion. Die Montanunion, der Wirtschaftsprojekt, das ist Jean Monnet, das muss auch gesagt werden. Aber die Politisierung des Projektes von Monnet in Richtung Einigungs-Europa, da ist Schumann ein großer Projektführer in dieser Richtung. Was dann die Frage Saarland angeht, das ist auch wieder ein Problem. Wenn ich das ein bisschen umkehre, vielleicht kann man auch von einer spezifischen Identität des Saarlandes in Deutschland sprechen. Auf jeden Fall, erstes Ziel Schumann, wenn man das Saarland europäisieren konnte, wäre es besser als mit dem Saarland ein Grundstein für deutsch-französische Spaltung wieder einführen könnten. Zum Beispiel, als man vom Sitz der Montanunion sprach, Schumann war dafür, dass der Sitz der Montanunion in Saarbrücken sein könnte. Dann hätte man das saarländische Land europäisiert in einem Sinn. Man könnte mit dem Saarland so ein Washington DC machen, Richtung Montanunion. Mhm. Aber als das nicht mehr ins Gespräch kam, und das schon 1951, weil Adenauer sich verweigerte, in diese Richtung zu gehen, dann war es klar für Robert Schumann, dass das Saarland Richtung Deutschland eingegliedert sein sollte, durch die deutsche Identität geprägt, aber was er versuchte, dass es das friedlich ins Rennen kam und nicht wie es 1949, 50 manchmal der Fall war, mit nationalistischen Akzenten. Okay? In dieser Ebene stand er nicht immer der französischen Hauptmeinung zu, was saarländische Probleme angeht. Und was dann die französische nationalen Interesse angeht, ja, die sind da, die nationalen Interesse Frankreich an der Montanunion. Ja, das ist der Weg zu deutscher Kohle. Ja, das ist das Problem der Auflösung der Ruhr-Autorität, dadurch weiter an der Kohle zu kommen. Aber wenn ich das sofort sagen darf, das ist, steht im Interesse aller sechs Länder, diese Montanunion. In der nationalen Interesse aller sechs Länder. Ich habe zum Beispiel, Michael hat das nett in der Einführung erwähnt, die Wirtschaftsakteure interessieren mich sehr. Wenn ich zum Beispiel die niederländische Wirtschaftspresse von dieser Zeit durchlesen, da stand zum Beispiel Stellungnahmen von Leuten von Philips, die sagen, ja, wenn wir einen europäischen Preis für Stahl und Kohlen bekommen, dann haben wir für unsere Transformationsindustrie nur Vorteile daran, weil da haben wir einen gegebenen Preis über ganz Westeuropa für die Transformation Stahl für die Philips-Produkte. Das kann man in Italien lesen, das kann man in Frankreich lesen, das kann man auch in Deutschland lesen.
weil die Montagne Union ist auch der Weg für Deutschland, an französischen Eisen zu kommen. Und besonders auch in diesem Zeitpunkt noch an den Eisen der Kolonien von Frankreich. Man darf nie vergessen, und ich glaube, das ist der Weg für Europa noch bis heute, wenn die nationalen Interessen nicht befriedigt sind, ist es sehr schwierig voranzukommen. Und in der Montanunion ist französisches nationales Interesse selbstverständlich gut vertreten. Es gibt auch Wirtschaftsinteresse, es gibt auch politische Interesse, Sicherheit, Sicherheit der Beziehungen. Diese Interessen sind all dabei. Herzlichen Dank, Sylvain, für diese wieder drei sehr eingehenden und ausführlichen und erschöpfenden Antworten auf die drei Fragen von Severin Kramm. Sylvain, wenn du einverstanden bist, würden wir noch zwei Fragerunden, jeweils drei Fragen anschließen, wenn du einverstanden bist. Jawohl, habe Zeit, kein Problem. Wunderbar, dann haben wir vielleicht noch eine fünfte am Ende. Wir werden sehen. Herzlichen Dank. Du hast einen Punkt erwähnt in deinem Vortrag, den ich ganz, ganz spannend fand. Du hast gesagt, dass sich Robert Schumann schon vor dem Krieg sehr engagiert hat für die Katholiken, für katholische auch Minoritäten in Mittelost- und Südosteuropa. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich ja die Frage auch daran knüpfen möchte, welches Bild von Europa hat Robert Schumann geografisch, räumlich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir sagen, Westeuropa wird formiert, kann man aber so weit gehen, dass Robert Schumann auch gesamteuropäisch gedacht hat? Welche Rolle spielte eigentlich der eiserne Vorhang für ihn, die Ost-West-Teilung und damit auch die deutsche Teilung? War das für ihn ein Dauerzustand, der jetzt für die nächste Generation, für nächste Generationen so entschieden ist, diese Frage Teilung Europas, Teilung Deutschlands, oder hat er hier auch über die Realitäten des Kalten Krieges hinweg, hat er auch Visionen gehabt für eine zukünftige mögliche gesamteuropäische Einigung? Das wäre die erste Frage, die ich habe. Die zweite Frage knüpft auch an das, was du gesagt hast in deinem Vortrag. Du hast erwähnt, den Völkerbund hat Schumann eher skeptisch gesehen als eine Art angloamerikanisches, protestantisches Projekt. Ich sage es mal in Anführungszeichen. Er habe auch den Plan, den Europaplan von Aristide Briand skeptisch gesehen, obwohl er in seiner berühmten Rede vom 9. Mai 1950 auf den Briand-Plan Bezug nimmt. Und sagt, Frankreich war schon einmal le champion de l'unification européenne. Aber kann man davon ausgehen, dass tatsächlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Reflexionsphase, die Phase über das Nachdenken, über die Zukunft in den Jahren 1941, 42 bis 44, dass die eine Art Inkubationsphase waren und der Durchbruch zum europäischen Einigungsgedanken, Stichwort Säule 3, Pfeiler 3, Pillar 3, Säule 3, erst sozusagen dann wirklich im Zuge der Reflexionsphase 44, 45 kommt. Eine letzte Frage in diesem Dreier-Fragespiel bezieht sich auf Jean Monnet. Du hast ihn interessanterweise in deinem Vortrag überhaupt nicht erwähnt. Und Severin Kramm hat dann auf den Monnet-Plan, auf den Plan die Planification, Chef du Plan, hingewiesen. Wann hat eigentlich Robert Schumann Jean Monnet kennengelernt? Ist das erst in den Jahren 49, 50 oder ist das schon früher? Und wie war überhaupt das Verhältnis von Robert Schumann zu Jean Monnet? Weil wir wissen, dass Jean Monnet sehr flexibel war. Er hat in den späteren Jahren auch mit de Gaulle wieder Kontakt aufgenommen. Den kannte er ja schon aus dem Befreiungskomitee. Er war dann später auch für eine Mitgliedschaft Großbritanniens, Jean Monnet. Wie ist das Verhältnis zustande gekommen von Robert Schumann zu Jean Monnet und wie ist die Beziehung im Weiteren zu beurteilen? Waren sie auch befreundet oder war das eher eine pragmatische, technische Beziehung? Das sind die drei Fragen,
die ich gerne an dich richten würde. Vielen Dank dafür, dass du bereit bist, darauf einzugehen. Dankeschön. Zur ersten Frage. Welches geografisches Bild von Europa hatte Robert Schumann besonders Richtung Teilung Europas nach 1945? Über das Bild Europas von Robert Schumann griff er öfters mal nach 1953 auf, als er nicht mehr Außenminister von Frankreich war, in manchen Konferenzen. Es gibt auch eine Rede in Leuven, als er Doktor honoris causa gemacht wurde, ist von der Universität Leuven gemeinsam mit Konrad Adenauer. Er hat ein gemeinsames Bild von Europa. Wenn ich das mal so kurz sagen darf, ohne auf Kudenhove-Kalergie einzugehen, sein Bild ist das Bild eines paneuropäischen Europa. Das hat keinen Zweck, nur Europa im Westen aufzubauen. Aber 1950 ist es nur im Westen möglich. Okay? Und das sieht man in Konferenzen von 54 bis 58 laufend als Gedanke durchzugehen. Kalte Krieg ist nur zu überwinden, wenn man im Westen ein starkes, von Werten geprägtes Europa aufbaut, das dann ein Modell, ein Vorbild für die östlichen Staaten sein kann und das auch für die östlichen Staaten eine Hoffnung darstellt. Und wenn man jetzt nochmal, das war Robert Schumanns Zeiten auch, auf den Katholikentum zurückgeht. Robert Schumann hatte gut mitbekommen, wie es schwierig für die kommunistische Welt wird, den Katholizismus in den östlichen Teilen Europa zurückzuschieben und dies besonders in zwei Länder. In Polen, wo das katholische Wesen immer hoch angestrebt wird, und in Ungarn. Und wenn man aus Schumanns Sicht die Budapest-Krise von 1956 sieht, dann sieht man, wie Kardinal Wyszynski die Inkarnation, wenn ich das so sagen darf, der Resistenz an den Kommunisten darstellt. Und das hieß für ihn, die östliche Welt kann sich der westlichen Welt angliedern, wenn die westliche Welt sich befestigt. Nicht alleine durch Wirtschaftsstrukturen, aber auch durch Werden. Er sprach sich zum Beispiel ganz klar für die Europäische Menschenrechtskonvention vom Europarat aus, die 1951 angenommen wurde. Sein Bild ist, wenn ich das so kurz zu sagen darf, die Montanunion und die nachfolgende EWG aus 1947 ist einen Avantgarde, wenn ich das sagen darf, für ganz Europa. Und das westliche Teil hat als Zukunft sich diesem, das östliche Teil hat als Zukunft sich an dieses westliche Teil anzugliedern, wenn dieses westliche Teil ein Vorbild wird, sich verstärkt, und dann ist es zum Beispiel gibt es eine Möglichkeit, der eiserne Teilung Europas zu überwinden. Das Bild ist nicht nur für Deutschland und Frankreich auserklärt. Es ist für ganz Europa sein Modell. Das muss man gut verstehen. Er überlegt nicht kleinlich. Es ist groß angeballt. Und das sind die totalen Konferenzen, die haben wir schon veröffentlicht. Die Konferenzen von 53 bis 63 haben wir total veröffentlicht in einem Band im Schumann-Haus. Und da können Sie das ganz gut feststellen, wie man die beiden Teile Europas sich annähern sollte. Okay? Das zum Ersten. Zum Zweiten, ja, die Zeit 41, 44 ist wichtig. Das ist, wenn ich das so sagen darf, oder als man da Schriften von ihm hat,
eine, aber das stellt sich immer, immer mehr fest, das ist eine Introspektionszeit. Da macht er eine Bilanz von seinem 20-jährigen politischen Karriere, Abgeordneter 1940, seine Stellungnahmen, Zwischenprobleme der Zwischenkriegszeit. Und da ist ihm wahrscheinlich klar geworden, dass Briand vielleicht auch ein Vater für Europa war. Mhm. Weil in der 20-jährigen Zeit, ja, er stellte sich zum Prozess Stresemann-Briand. Das war für ihn den Dialog zwischen Deutschland und Frankreich. Aber die Art, in der Briand ein Union Européenne aufbauen wollte, die war ihm, möchte nicht sagen, nicht klar, aber den überstellte er sich skeptisch vor, für ihn ist das nicht machbar. Vielleicht hat er erreicht, hat er erreicht im Grunde genommen, da es nicht auferbaut worden ist. Aber diese Zwischenkriegszeit und da drin eine, wie möchte ich sagen, Vorgeschichte der europäischen Einigung zu sehen, das ist ihm nicht familiär, dem Robert Schumann. Das vertiefte er in dieser Untertauchungszeit in Frankreich. Weil danach wird der Link gemacht zwischen Vorkriegszeit und Nachkriegszeit. Nicht davor. Zum Beispiel zu den progressiven Katholiken der in Frankreich, Emmanuel Mounier, Maritain, diesen Philosophen der katholischen Welt, die schließlich früh für Europa einsaßen. Dazu verhielt er sich ziemlich traditionell, ziemlich kritisch, weil das der päpstliche Lehre nicht nahe stand. Verstehe. Weil er hat eine ganze theologische Bibliothek in Sichersel, die können Sie betrachten. Das ist interessant, was der Mann liest. Und da stimme ich dir ganz total mit ein, das sind Inkubationsjahre für Europa. Danach ist er ziemlich im Klaren mit der europäischen, mit dem europäischen Gedanken. Und die Beziehung von Jean Monnet, dass er eine von Vertrauen geprägte Beziehung, aber pragmatisch. Sie, ihre mentalen Welten sind nicht dieselben. Auf der einen Seite hat man einen agnostischen Mann, weltlichen Mann, der in der öffentlichen Meinung sehr gern Stellung nimmt. Auf der anderen Seite hat man einen frommen Katholiken. Ich möchte hier mal wählen, dass jeden Morgen um 6 Uhr die Frühmesse für Schumann eine Pflicht war. Er verpasste sie selten. Einen Katholiken, frommen, Christen, einsamen Mann, freundlich, aber einsamen Mann, Meditationsmann, der nicht so weltlich wie Jean Monnet war. Sie, möchte ich das sagen, haben eine gute Vertrauensverbindung Richtung Montanunion, europäische Aufbauung, Rolle eines europäischen Parlaments. Da ist die Konvergenz, aber das brachte es nicht zu einer persönlichen Freundschaft. Wenn man diesen Europaväter dann anspricht, das mache ich noch kurz dazu. Die guten Beziehungen hatte er, Vertrauensbeziehungen hatte er auch mit Konrad Adenauer, aber die echte, wie sage ich, ein bisschen freundlichen Verhaltungen, die gingen eher Josef Bech über, das ist ein Luxemburger, da kannte er schon früh, das ist seine Welt, Luxemburg, und das wurde mir später auch ein paar Mal bestätigt, er hat auch guten Kontakte zu Paul-Henri-Spaak in Belgien, obwohl das auch eine andere Welt war, Sozialist, Atheist, was Spaak anbelangt, aber hier auch von tiefem Vertrauen zueinander geprägte Beziehung. Und das auch so von Monet, ich glaube, die beiden Männer hatten wussten, welche Rolle sie gespielt haben, spätestens Mitte der 50er in dieser europäischen Geschichte. Das annäherte sie, aber trotzdem, das waren keine Intimen.
Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke sehr. Herr Kramm. Dann würde ich drei Fragen nochmal dran anschließen. Das erste, da beziehe ich mich direkt auf Ihren Vortrag gerade. Sie haben gesagt, das Nationale sei bei Robert Schumann durch die Supranationalität vertreten worden. Und das erinnert mich an die These von Alan S. Milward, das er in seinem Buch The European Rescue of the Nation State aufstellt, dass es bei der Integration eben nicht um Idealismus oder europäische Größen ging, diesen hat er in seinem Buch nur ein kleines Kapitel gewidmet, sondern vor allem um geopolitische Motive und dass der Nationalstaat sich praktisch über die europäische Integration gerettet hat in das neue Jahrhundert. Wie würden Sie mit dieser These umgehen und inwiefern kollidiert das vielleicht auch mit Ihrer akteurszentrierten Geschichte etwas? Im engen Zusammenhang dazu wäre meine zweite Frage, Sie haben es am Rande angesprochen, die Kolonialfrage bzw. der Nord-Süd-Konflikt. Wie stand Robert Schumann zur Kolonialfrage, die gerade in dieser Zeit ja sehr virulent war? Ich denke da gerade in Frankreich an Vietnam, Algerien, Marokko. Inwiefern war das auch ein ausschlaggebendes Motiv für die europäische Integration, um diese Motive zu übertragen in eine Nachkriegsordnung? Und schließlich, eine britische Zeitung kommentierte den Schumann-Plan mit "This is the end of the Treaty of Versailles." Dies ist das Ende des Vertrags von Versailles. Es wurden also Verbindungen gezogen, historische Verbindungen in der langen Dauer. Die Weltkriege wurden sehr stark in den Kontext mit dem Schumann-Plan gesetzt. Inwiefern wurden diese historischen Linien eben auch von Schumann bedient bzw. in den Mittelpunkt gerückt? Vielen Dank. Danke vielmals. Zur ersten Frage, nationale Supranationalität. Vielleicht werde ich mit einem mit den französischen Wahlen 1951 anfangen und dann versteht man das sehr gut, diesen Annäherung von nationalen und Supranationalität. Es gab französische Legislativwahlen, also für das Parlament im Juni 1951. Okay? Der Pariser Vertrag zur Montanunion wurde am 18. April 1951 unterzeichnet. Dieser Vertrag musste noch ratifiziert werden. Und die französische Nationalkammer stand vor Kammerwahlen und die Kammerwahlen waren im Juni 1951 tätig. Das heißt, die Kammer 46-51 konnte nicht mehr aus internen Gründen der Montanunion-Vertrag ratifizieren. Die ganze Wahlkampagne im Departement, im Mosel-Departement, das ist der Wahldepartement von Robert Schumann, drehte sich um die Montanunion um. Und damals die Stahlwerke waren total gegen Robert Schumann und diesen Montanunion-Plan. Diese große französische Familie de Vindel wollte aus der Nationalkammerwahl vom Juni ein Referendum, wenn ich das so sagen darf, pro oder anti Schumann machen. Weil sie meinten, dass diese Montanunion zugunsten ihrer Konkurrenz, die hieß damals Group Thyssen oder ich weiß nicht was, Röschling, dass die bevorzugt sein durch der Montanunion-Plan. Und dann gab es eine strenge Wahlkampagne, in der Robert Schumann, also der Niederlage kurz, das ist nicht selten erwähnt, kurz entgangen. Es handelt sich um 4000 Stimmen am Ende. Wurde er wieder zum Abgeordneten gewählt worden. Und das zeigt nur eines. Legitimität von unseren Politikern, die bekommen sie von unseren Völkern. Und man kann über das Nationale nicht weggehen. Also, man muss
einfach die Nationalinteresse in ein europäisches Projekt einbauen. Das ist auch Notwendigkeit, wenn der europäische Projekt durchgezogen werden soll oder muss. Wenn das eine Notwendigkeit ist, wie es Schumann öfters gesagt hat, kann es nur über Beteiligung Nationalinteresse gehen. Und das lehrte er allmählich. Und die Wahlen von 1951 waren für ihn auf diesem Zeitpunkt, das ist sein schlechtes Wahlergebnis, das ist selten erwähnt in den Biografen. Die Wahlen, die zur Ratifizierung der Montanunion führen. Und jetzt kann man einen Gedanken anfangen. Was ist Anti-Europäismus, Alter-Europäismus? Man spricht es an in der nahestehenden Zeit. Aber das ist schon dabei am Anfang. Und da zieht man einen Regel raus. Je mehr ich Nationalinteresse mit einem Einigungsprozess bilden kann, je besser ist es für den Einigungsprozess. Und dieses ist wichtig seit dem Anfang an. Und was Millward gezeigt hat, stimmt haargenau. Die Staaten waren interessiert an einem solchen Projekt. Das stellte sich nicht gegen, sondern wurde mit Nationalinteressen aufgebaut. Und das ging in Frankreich auch nicht anders. Und das sagte Schumanns öfter. Und das sagte Schumanns öfter in Konferenzen in der 50-jährigen Zeit. Le national ne peut s'épanouir dans le supranational. Aber die das heißt, das Nationale kann sich vertiefen im Supranationalen. Aber der Supranationale kann nicht das Nationale auf der Seite stellen. Das ist der Weisheitsgrund einer europäischen Vision von Schumann. Er war nie ein Befürworter für einen europäischen Bundesstaat. Er ist mehr in der Richtung, die Jacques Delors später auch gesagt hat, une Union d'État-Nation. Das Nationale ist eine Identität und das muss dabei bleiben. Deswegen ist für mich Delors auch ein weiterer Nachfolger dieses Gedanken. Von Jacques Delors hören Sie nie une Fédération. Das Wort ist une Union d'État-Nation. Wenn man die, und hier ist Gliederung, wenn ich noch mal kurz darauf zurückkommen kann, wenn man die elsässisch-lothringische Identität verteidigt in diesem jakobinistischen Frankreich, kann man nicht einen europäischen Superstaat verteidigen, die über die Identitäten geht. Hm. Und ein Großteil unserer Identitäten, das Schumann, sind nationale Identitäten in einer europäischen Aufbauungsprozess. Und die müssen befriedigt werden, sonst ist kein Vorgehen möglich. Okay, das ist die erste Frage. Zur Kolonialfrage. Das ist eine Frage, weil man kann ein großer Europäer sein und Zeit haben müssen, um richtig das Kolonialproblem zu erkennen. Das ist in diesem Sinn ist er nicht anders als manchen anderen Politikern. Zum Beispiel, er ist am Ruder in der Regierung, als dieser Indochina-Krieg geführt wird von Frankreich. Man hat keine Stellungnahme von Robert Schumann, der sagt, lass doch Indochina fallen und lassen Sie die Kolonien zu Freiheit weiterlaufen. Keine Stellungnahme in diesen Jahren dazu. In dieser Hinsicht ist er nicht so weit wie ein Kerman des France, der 1954 an der Regierung als Regierungschef kam und der schon vorher gesagt hat, wenn ich drankomme, gibt es Freiheit für Indochina. Das war sein Kampf. Das hat keinen Zweck. Okay? Aber als dann, wie möchte ich sagen, der Zeitraum Souveränität für Indochina
und das Problem der Amerikaner übergibt wird. Was an der Zeitraum 56 kam, dann kam einen Gedanken von Schumann Richtung Kolonialfragen. Mit einer Richtlinie, die wurde dann in einer Rede 1956 festgelegt. Das heißt, Evolution, Richtung, Autonomie. Diese Autonomie der Kolonien soll dann die späte Souveränität der ehemaligen Kolonie vorzubereiten. Dann ist es einen Weg zur progressiven Souveränität unseren Kolonien von Schumann. Und das ist genau dieselbe Stellung, die man von anderen französischen Politikern sieht. Man des France, die Autonomie von Marokko und Tunesien und dann die Freisprache. Was vielleicht dann für Schumann noch dazu kommt, das ist derselbe Weg, könnte für Algerien eingeführt werden. Ja. Aber im Grunde genommen ist das ein Weg, der von vielen französischen politischen Hauptfiguren genommen worden ist. Okay? Wo vielleicht eine Originalität kommt, und da bin ich mit Ihnen einverstanden, das ist sehr früh, wenn man Richtung Autonomie der französischen Kolonien geht, dann muss man die Bindung zwischen den Kolonien und den europäischen Wesen herstellen. Und das ist das Projekt Eurafrique, wie man in Französisch sagt, von Schumann. Europa hat dann eine führende Rolle zu spielen in der Entwicklung Afrikas und Afrika soll dann mit diesem europäischen Einigungsprozess verbunden werden. Was wiederum ein Teil für die ehemaligen Kolonialstaaten der Macht wird durch Europa und durch die Gliederung mit den ehemaligen Kolonien. Und das interessiert auch Belgien, wenn ich das so sagen darf, das ist auch ein Kolonieland. Und, wenn man weiterführen darf, Niederlande mit ihren asiatischen Kolonien. Und im Grunde genommen auch ein bisschen Italien, das auch gezwungen worden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg direkt seine Kolonien abzugeben. Libyen oder Äthiopien. Und da ist immer der Standpunkt, wir haben einen Vorteil auf die Amerikaner. Wir können, wie möchte ich sagen, eine engere Beziehung zu unseren ehemaligen Kolonien, die frei werden, behalten. Und das ging nur durch Entwicklungspolitik. Und das findet man in Reden von Schumann 55, 56, 57. Aber ist das eine Originalität? Nein, das ist meistens die Evolution der französischen Politiker in diesem Zeitraum, die dann von de Gaulle befertigt wird mit dem Ende des Algerischen Kriegs Anfang der 60er. Dritte Frage, Traité de Versailles. Ach, schwierige Frage. Schwierige Frage. Das gehört eher zu der Philosophie der Geschichte als zu Geschichte, was Sie mich da fragen. Eins steht fest. Seit Französischer Revolution, fangen wir früher an, über Versailles und bis zu heute, baute man in Europa Nationalstaaten auf. Das muss man mal genau sehen. Kurz vor 14, was gibt es für Nationalstaaten in Europa vor dem Ersten Weltkrieg? Frankreich, England, Spanien, Portugal, Italien. Deutschland ist ein Reich. Österreich, Ungarisches Reich. Und dann hat man noch so ein paar balkanischen Staaten. Nach dem Ersten Weltkrieg, Versailles, kamen dann noch Nationalstaaten dazu in Europa. Wenn ich mich erinnere, waren es 26. Mhm. Und was ich sagen möchte, diesen Prozess ändert sich nicht. Der ist nochmal nach 1990 oder 1991 weitergeführt worden.
als Jugoslawien machte man 7 oder 8 Nationalstaaten. Aus der UdSSR machte man auch 15 Nationalstaaten. Und aus der Tschechoslowakei wurden 2 Nationalstaaten. Der Trend ist da. Und da ist für mich eine Zentralfrage, welche Kooperation, welche Beziehungen baut man zwischen diesen Nationalstaaten auf? Das ist das Problem. Das schrieb ein französischer Historiker, aber nicht alleine, Sous Touchon, den europäischen Konzert. Wie funktioniert er? Und hier ist 45, das muss man kurz sagen, eine echte Spaltung in der Geschichte. Wo man vorher Konfrontation gesucht hat, Konfrontation mit dem Krieg, sucht man nach 1940 eher Kooperation, was nicht heißt, es ist fertig mit den Nationalinteressen. Die werden anders, wie möchte ich sagen, verwaltet zwischen den Staaten Europas. Die werden durch Diskussion, durch Zeit, durch Konfrontation, durch Kooperation, durch Transparenz auf einige Maße geregelt. Aber die sind auch hart. Man bleibt nur an diesen Stellung von Ungarn und Polen erwähnen in der letzten Zeit zum europäischen Relanceplan oder frühere europäischen Gipfel, die den Flüchtlingen gewidmet waren. Da waren harte nationale Konfrontationen. Aber die wurden nicht mehr geregelt durch Konfliktualität oder durch eine andere Konfliktualität mit Diskussionen, lange Nächte, etc., etc., etc. Weil man vielleicht, das ist das Wichtigste, erkannt hat, was Versailles nicht total erschafft hat, dass der Frieden vielleicht die Zentralwerte eines europäischen Lebens sein sollte. Und diesen Frieden nur mit Werten zu verwirklichen ist. Werden, den man sozusagen alle anstreben, obwohl wir aus verschiedenen Identitäten anderen Anschauungen zu den Werten haben. Religiöse Freiheit hat nicht derselbe Sinn für einen Deutschen und für einen Franzosen. Mhm. Aber man strebt an, diese religiöse Freiheit. Und eines der großen Prinzipien dahinter in diesem europäischen Einigungsprozess, das ist der Anerkennungsprinzip. Wenn ich Werte teile, bin ich eher bereit, ein anderes Modus vivendi anzunehmen von einem anderen Land, als wenn die Werte zu Spaltung führen. Beende das den Ersten Weltkrieg oder der Zweite, lasse die Fragen offen, ist das das Ende von Versailles, ich lasse auch die Fragen offen. Ich sehe nur, dass der europäische Einigungsprozess mit der Aufbauung des Nationalstaates zu verbinden ist, weil ich dann was zwischen den Nationalstaaten finden muss, wenn ich mit denen Frieden, Kooperation, Freiheit, Gleichheit, Solidarität verteidige. Und ich stelle noch eine Frage, vielleicht, wenn man doch in das Aussichten geht, ist der Nationalstaatprozess am Ende, weiß ich nicht. Man könnte jetzt Fragen wie Schottland erwähnen. Man könnte Fragen wie Katalonien erwähnen. Man könnte noch Fragen in den Balkanen erwähnen. Was wird aus Mazedonien? Wie wird das Problem weitergeführt? Das weiß ich nicht. Aber ich stelle nur fest, die starke Verbindung zwischen Nationalstaat und europäischen Einigungsprozess. Herzlichen Dank, Sylvain, für diese auch wieder sehr ausgreifenden und tiefsinnigen und sehr anregenden, aufschlussreichen Antworten auf die 3 Fragen von Severin Kramm. Ich hätte noch zum Abschluss einen letzten Frageblock, wenn ich diese Fragen stellen darf. Jawohl, gerne. Ja, lieber Sylvain, es ist ja schon mehrfach Bezug genommen worden auf Jean Monnet. Ich würde gerne auf den Jean Monnet noch eingehen und Robert Schumann nach 1954, 1955.
Es ist ja offensichtlich ein Zeitfenster gewesen, das sehr günstig war, sowohl für Schumann als auch für Monet, die Jahre 47 bis 53. Dann ist Monet noch Präsident der Hohen Behörde der Montanunion, aber er geht dann. Spätestens 1955 ist er nicht mehr Präsident der Hohen Behörde. Er gründet dann ein Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa, das sehr viele Initiativen setzt, das Netzwerke aufbaut, hin zu deutschen, auch Sozialdemokraten und Gewerkschaftern. Wie stand eigentlich Schumann zu diesem Comité de l'Action pour les États-Unis de l'Europe, also Vereinigte Staaten von Europa? Du hast vorher gesagt, Schumann war auf der Linie, die dann später auch Jacques Delors propagiert hat, eine Union des États-Nations. War Monet föderalistischer, bundesstaatlicher orientiert, als es Schumann war? Und hat Schumann tatsächlich eine bundesstaatliche Variante auch dann später weiter ausgeschlossen? Die zweite Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, wir haben nur ganz kurz von Italien gesprochen. Italien ist auch ein wichtiger Partner und die entscheidende politische Führungsfigur in der Zeit ist der italienische Christdemokrat Alcide De Gasperi. Auch sehr dem Katholizismus verbunden. Er war während des Krieges und in der Zwischenkriegszeit schon als U-Boot im Vatikan, in der Vatikanischen Bibliothek tätig. Wie war eigentlich das Verhältnis Schumann zu De Gasperi, zu Alcide De Gasperi, der Ministerpräsident war, Außenminister war? Und würdest du auch dem Bild zustimmen? Möglicherweise ist das auch etwas überhöht, das Dreigestirn, das christliche Dreigestirn Europas, Adenauer, De Gasperi, Schumann. Ist das eine historische Überinterpretation? Geht das zu weit? Und diese zweite Frage, da schließt sich die letzte Frage an, die ich habe. Es ist ja schon das Stichwort gefallen, heiliger Laie, Gründer, Vater, die Heiligen, die Saints, the Saints goes marching in. Wie stehst du auch zu den Bestrebungen als Historiker und als Experte zur Geschichte, zur Biografie und zur Politik von Robert Schumann? Wie stehst du zu den Bestrebungen der katholischen Kirche und auch von Anhängern und Bewunderern von Schumann, einerseits zum Seligsprechungsvorgang, der ja schon, soweit ich weiß, konkrete Formen angenommen hat, Seligsprechung, aber es geht ja noch weiter, manche wollen ihn zum Heiligen sprechen lassen. Es gibt ja durchaus Anknüpfungspunkte dafür. Er hat ja wie ein Mönch gelebt, er wirkte auch wie ein Vater, wie ein Geistlicher, wie ein Philosoph, wie ein Denker. Wie stehst du zu dieser Frage, dass auch Politiker grundsätzlich selig gesprochen werden sollen oder können oder vielleicht sogar heilig gesprochen werden können? Oder anders gefragt, musste Schumann irgendwann in seinem Leben auch mal lügen? Musste er auch mal mit der Wahrheit in Konflikt geraten? Und wo würdest du sagen, gibt es Grenzen, wo man ihn eigentlich nicht heilig sprechen könnte? Das vielleicht noch als letzte abschließende Frage zu diesem fantastischen Vortrag und zu deinen vielen aufschlussreichen Antworten, die du uns gegeben hast. Dankeschön. Okay, zu der ersten Frage. Comité d'Action pour les États-Unis d'Europe von Jean Monnet und die Beziehung mit Robert Schumann in diesem Zeitraum. Als Jean Monnet diesen Comité d'Action pour les États-Unis d'Europe gegründet hat, war Schumann auch in dieser Zeit Führender der europäischen Bewegung. Ja, ja. Die haben dazu gut miteinander gearbeitet, Richtung europäischen Einigungsprozess und Richtung Aufbauung des États-Unis d'Europe. Auf der anderen Seite muss gesagt werden, dass Robert Schumann nicht wie Jean Monnet, das ist keine Kritik für Jean Monnet, jedes sein Temperament, kein weltlicher Mensch war. Und deswegen immer sehr zurückhaltend in der Beziehungen mit Organisationen, Menschen und Kollegen sich behalten hat. Deswegen, die führende Rolle ist für Jean Monnet, wenn man das so
kurz sagen darf, in der Mediatisierung der europäischen Gedanken überlassen worden, aber er war immer sehr aktiv da hinten mit der Europabewegung, mit seinen Konferenzen, mit seinen Ratschlägen, die er immer gegeben hat, in Richtung. Und dann, um nochmal das erwähnen, dieses Problem Union d'État-Nation, États-Unis d'Europe, etc. Im Grunde genommen, er ist nicht gegen einen europäischen Bundesstaat. Mhm. Aber wann soll der einkommen? Hm. Bestimmt nicht in dem Jahrhundert oder in den zwei Jahrhunderten, die vor ihm stehen. Das ist Ziel, eine totale Evolution, und es scheint ihm viel realistischer zu sein, diesen Supranationalität Leben zu geben. Wenn man diese Supranationalität ja vorher nochmal genau anschaut, das heißt klar, die Staaten sollen unter sich teilen, was teilbar ist, das ist das beste Mittel, voranzukommen. Und dann, wenn man Politik teilt, dann muss man auch Institutionen dazu haben. Und in diesen Institutionen hat er immer das Mehrheitsprinzip vorgehoben. Hm? Nicht das Vetorecht. Das heißt, wenn die Staaten für ihn einsehen, dass man das gemeinsam meistern und voranschreiben kann, dann soll man sich Institutionen, freie Institutionen geben, die dem Mehrheitsprinzip entwenden. Und nicht ein Veto da hineinzuführen. Zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, weil es hat keinen Sinn, einen Ton zu sprechen, zu machen, was er zum luxemburgischen Kompromiss gesagt hätte. Mhm. Er war eher in seinen Stellungsnahmen Richtung qualifizierte Mehrheit. Mhm. Mhm. Und wenn diese Mehrheit entscheidet, dann kann sich ein Staat nicht mehr daraus zurückziehen in diesem Prozess. Okay? Das ist der Versuch, eine politische Struktur aufzubauen, die nationale Interesse einbaut, aber die dann, wenn sie geteilt wird, diese nationale Struktur durch gemeinsame Institutionen, diese gemeinsamen Institutionen werden dann vorbezogen. Okay? Das heißt, eine Politik der Schritten, der kleinen Schritten, das muss man genau aufdenken. Und hier kommt was Wichtiges. Er ist Jurist von Bildung. Diesen Strukturen interessieren, wie soll man die aufbauen? Das ist eine richtige intellektuelle Erforderung für einen Jurist. Und deswegen ging er diese Richtung. Und dann, wenn das funktioniert, kann man immer mehr Politik hinein eingliedern. Aber eins steht fest, manche Identitäten lassen sich nicht eingliedern. Und warum nicht föderal? Aber föderal, das heißt auch mal an einem Standpunkt, ich weiß nicht, 100, 150, 200 Jahre, mal sich überlegen, was den Komponenten des Ganzes bleibt als politisches Verfahren und was zusammengemacht werden sei. Aber dazwischen schien ihm viel realistischer der Weg einer Union d'État-Nation anzugehen als von vorne an eine Föderation Europäer zu träumen. Wenn die kommt, kommt sie, wenn ich das so aussprechen darf, natürlich nach einer totalen Arbeit zwischen den Staaten, die über mehr Jahrzehnte hinaus gegangen ist. Mhm. Okay, das zur ersten Frage. Zur zweiten Frage. Die wird in zwei gespaltet. Mit Alcide de Gasperi hat er gute Beziehungen. Aber ich glaub, wenn ich das so feststellen darf, hatte bessere Beziehungen zu Konrad Adenauer, Josef Bech, sogar Henri Spaak als zu Alcide de Gasperi. Die teilen zwar der Glaube, die teilen zwar die Sprache, Alcide de Gasperi spricht auch flüssend Deutsch, das muss auch nochmal gesagt werden, die erste offizielle, wenn man das so sagen darf, Sprache der Gemeinschaft war Deutsch. Diese Männer konnten alle Deutsch. Mhm. Adenauer, Bech, Schumann, de Gasperi, sogar der Niederländer konnte Deutsch. Der Einzige, der Deutsch versprach, der Deutsch verstand, aber nicht flüssig spricht, ist Paul Henri Spaak.
Aber man kann sich mit ihm in Deutsch unterhalten. Das ist kein Problem. Nein, die enge Beziehungen zu den Europa-Vätern, die waren mit Konrad Adenauer, mit Josef Bech, auch mit Jean Monnet, das muss auch dazu gesagt sein, mit Alcide de Gasperi hatte gute Beziehungen, aber er wusste auch, dass Alcide de Gasperi die italienische Stellungs von italienischen Interesse geprägte Stellung hat. Zum Beispiel die Beziehung mit Amerika. Na, Amerika übt manchmal ein bisschen Druck auf Italien, dass das mitmachen sollte und konnte. Das wusste er alles. Im Grunde genommen gute Beziehung, aber nicht so eng wie mit Konrad Adenauer oder mit Josef Bech. Und dann für ein christliches Europa zu sprechen, ja, aber nicht alleine. Thurhausbach hat mit Christentum gar nichts zu tun. Die Niederländer, ja, sind Christen, aber eher reformierten Christen, die hier mitmachen können. Deswegen diese These, de l'Europe Vatican, wie man in Frankreich sagt, stimme ich nicht total zu. Dass die Päpste eine Rolle gespielt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, das stimmt. Dass die dazu gedrungen haben, dass dieses Versöhnungsprozess Richtung christlichen Glauben geht, ja. Aber das ist nicht ein alleinstehender katholischer Standpunkt. Das findet man auch bei Sozialisten, bei Atheisten von dieser Zeit. Und ich glaube, das ist eine viel verwurzelte Aufbauung dieses europäischen Netzes. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, Seligsprechung oder nicht? Ja. Ich würde es mal politisch angehen. Diplomatisch. Politisch. Die Chance ist meiner Ansicht nach verpasst. Okay. Es war für Johannes Paul II. Kein selig sprechendes Modell, Schumann. Okay? Es war für Benediktus VI. Ein Modell. Aber da wäre kurz dran. Und Francesco, der sucht jetzt anderen heiligen Modellen. Mhm. Es gibt auch Modellen in der Heiligkeit. Jawohl. Die Leute, die sich mit diesen Seligsprechigkeit befasst haben, das ist nicht unsere Rolle im wissenschaftlichen Komitee des Hauses Schumann, hatten guten Hoffnungen mit Benediktus VI., das ist derselbe Katholizismus. Deutschsprachigen Raum, deutschen Katholizismus, von deutschen Visionen geprägt, ja. Und mit diesen Politik des Vatikans unter Benediktus VI. Nochmal den Christentum fest behaupten mit westlichen Werten, hätte er vielleicht, wenn Chancen gab. Mit dem heutigen Papst gibt es wenigen Chancen, seinen Modellen sind erst in Drittländern zu finden, Dritte Welt, Entwicklungshilfe bei den Armen zu suchen, als bei solchen Politikern. Jetzt, um nochmal in das Problem Schumann hineinzugreifen, ja, wenn er selig gesprochen wird, dann werden auch Fragen wieder auftauchen. Die Fragen, die kann ich der Heuschen stellen, 1940. Vollmacht für Marschall Pétain. Ende der Republik. Er hat einstimmig damit gewählt. Das kannst du nicht vom Boden räumen. Okay? Ja. Stellung, das habe ich vorher gesagt, Ambiguitäten. Stellung zum elsässischen Autonomismus, der ab 1933, 34 von den Nazis befördert wird in Elsass. Schweiger, total Schweiger dazu. Sogar als Staatssekretär seiner Versuche, um die Autonomisten zu befreien aus dem französischen Gefängnis. Das wird es auftauchen. Das kann ich dir garantieren. Und das wird auftauchen von kirchenfeindlichen Leuten. Nicht vergessen, dass wir in einem laistischen Land sind.
atheistischen Ländern, dass die religiöse Frage immer eine Spaltungsfrage manchmal bleibt in Frankreich. Das hat mit seinem Verhalten zum Glauben nichts zu tun. Er ist ein frommer Christen gewesen. Das kann man feststellen. Man kann schauen, was der Mann liest, wie der Mann meditiert, wie der Mann sozialen Wochen animiert für den Christentum. Das ist ein engagierter Christ. Da kann man nicht darum kommen. Aber als politischen Mann gibt es dann diesen grauen Sohnen, wo er meist geschweigt hat und nicht die helle Figur des Europavaters hatte. Weil du musst dann das Leben ganz total durchschauen. Und das wird wiederkommen. Und dann kommt noch eine kleine persönliche Frage dazu. Solange wir keinen Pilger in Sichersel haben, sind wir ruhig da oben. Es sind ungefähr 15.000 bis 16.000 Leute, die das Haus jedes Jahr besuchen kommen. Jetzt ein bisschen weniger in dem letzten Jahr, kann man gut verstehen. Aber wenn er heilig gesprochen wird, dann wird es, oder selig gesprochen, dann wird es wahrscheinlich mehr sein. Da heißt es, man soll nachschauen, was man noch, das ist Anekdote, was da für Infrastrukturen noch dazu kommen müssen. Und meine letzte Bemerkung dazu, er bestimmt hätte es nicht gewollt. Ja. Das ist auch wichtig. Und vielleicht noch, aber das kann ich dir privat nachher sagen. Raymond Poitevin war in der Kommission gewesen, als sie anfing, in der Seligkeitssprechung, als Historiker. Er war doch der erste große Biograf von Schumann in Frankreich gewesen. Okay? Und das war mein Doktorvater. Und wir haben als öfters damit, wir haben als öfter darüber gesprochen. In der 90-jährigen Zeit. Und er ist aus der Kommission zurückgetreten. An einem manchen Standpunkt. Wo er, zu Recht oder nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen, die Meinung war, man forciert da was. Und das sei nicht die Rolle eines Historikers, sich forcieren zu lassen. Voilà. Und seither ist kein französischer Historiker mehr drin in der Kommission. Es sind päpstliche Historiker drin. Okay? Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, lieber Sylvain, wir haben dir ganz herzlich zu danken für eine über zweistündige Demonstration einer exzellenten Expertise zur Geschichte, zur Biografie, zum Wirken von Robert Schumann. Und ich darf sagen, es war ein Hochgenuss, ein historiografischer, biografischer, intellektueller Hochgenuss, mit dir zu diskutieren und dir so viele Fragen zu stellen, die du allesamt souverän und großartig beantwortet hast und uns damit viele neue Einblicke, neue Erkenntnisse auch geboten hast, nicht nur zur Biografie von Robert Schumann, sondern zu den deutsch-französischen Beziehungen, zum größeren Kontext der Geschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, zu den internationalen Beziehungen, auch zur Geschichte des Kalten Krieges. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür bedanken. Ich darf darauf hinweisen, wer noch mehr erfahren will über Sylvain Schirmann, dem lege ich ans Herz. Wir haben in diesem Jahr zwei Bände veröffentlicht, zwei Teilbände im Rahmen der Reihe unserer Veröffentlichungsreihe Historische Europastudien. Geschichte schreiben, Geschichte vermitteln. Und darin finden Sie auch ein Interview mit Sylvain Schirmann. Er war ja auch im Rahmen unserer Europagespräche hier in Hildesheim schon zu Gast und hat damals gesprochen über ein ganz wichtiges Thema, den runden Tisch der europäischen Industriellen, the Round Table of European Industrialists. In diesem Referat hat er sehr überzeugend herausgearbeitet, wie wichtig diese Pressure Group, diese Lobbygruppe war, um den Binnenmarkt, um das Binnenmarktprojekt Marché Commun von Jacques Delors praktisch nicht nur zu unterstützen,
sondern es vorzubereiten, es vorweg zu denken, antizipatorisch zu agieren. Und in dem Zusammenhang haben wir einen zusammenfassenden Bericht von diesem Vortrag in diesem Band, aber auch das Interview mit Sylvain Schirmann, das ihm noch mehr Perspektiven eröffnet über die wissenschaftliche Laufbahn und über das historische Denken und die wissenschaftlichen Arbeiten von Sylvain Schirmann, die ich in der Einführung gar nicht alle so in diesem Facettenreichtum präsentieren konnte. Also ganz, ganz großes Dankeschön nach Straßburg. Das war eine auch Demonstration bester wissenschaftlicher Kooperation zwischen der Stiftung Universität Hildesheim und der Robert-Schumann-Universität in Straßburg. Vielen Dank, lieber Sylvain, dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast und auch Fragen unseres wissenschaftlichen Mitarbeiters Severin Kramm eingeschlossen mitbeantwortet hast. Ein großes Dankeschön. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beste Grüße, lieber Michael, nach Hildesheim. Es war für mich ein Vergnügen. Es war für mich sehr anreißend, diese Diskussion mit Ihnen zu haben. Und ich hoffe, Sie in der nächsten Zeit, wenn alles wieder möglich ist, nicht allein in Straßburg wieder empfangen zu dürfen, aber auch mal im Robert-Schumann-Haus in Sichersel. Die Reise lohnt sich. Es ist immer wichtig, mal die Häuser anzuschauen, in denen diesen großen Leuten ihren Gedanken festgelegt haben. Und wenn Sie das Haus sehen in Sichersel, dann verstehen Sie viel von Robert Schumann. Und ich mache Ihnen gerne eine Vorführung des Hauses. Herzlichen Dank, Sylvain. Wir werden das ernsthaft überlegen, dass wir eine Exkursion planen für die Zukunft in hoffentlich Post-Corona-Zeiten. Bleib gesund. Und sei herzlich gegrüßt und liebe Grüße nach Straßburg. Alles Liebe, nochmal herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank. Bitte sehr.